Hallo zu einer neuen Aufnahme Minecraft. Da es dem Tobi in letzter Zeit nicht besonders gut ging, sind wir nicht dazu gekommen, die 7. Folge von Herobrine's Mansion aufzunehmen. Und aus dem Grund habe ich mir gedacht, damit ihr nicht zu lange ohne Videos seid, nehme ich erstmal alleine eine Map auf. Wir sind hier auf Sonic the Hedgehog von FV Disco. Das Texture Pack ist OCD, auch von FV Disco. Und dann würde ich mal sagen, drücken wir den Startknopf. Mit Rechtsklick. Ja, das Ganze ist ein Jump'n'Run-Spiel mit Timer und so weiter. Erstmal lesen, was wir hier so machen müssen. Ja, Schuhe anziehen. Und in der kürzesten Zeit Ganze machen. Ziehen wir die mal an. Und dann schauen wir mal, Hall of Fame, Bonus, Quest, was ist da? Es sind 7 Emeralds versteckt. Naja. Aber hier gibt es auch erstmal ein Tutorial, welches wir natürlich starten. Ein Jump Tutorial. Ja, wahrscheinlich müssen wir auf die Dinger da hier springen. Das da hier ist eine Art Trampolin. Wenn wir da jetzt drauf springen, werden wir von TNT in die Luft katapultiert und ich komme da nicht auf die Plattform. Okay, nochmal. Okay, ich muss eindeutig weiter vorne aufkommen. So. Und knapp drauf gekommen. 2 von 4 haben wir. Verdammt, das wird ganz knapp. Ich bin nicht drauf gekommen. Und wieder nicht. Naja. Aber jetzt das 1 von 4. So, mal schauen. Gleich danach 3 von 4. Und da oben ist jetzt 4 von 4. Da müssen wir suchen und nach oben. Aber nicht so. Okay, nochmal. Möglichst in der Mitte aufkommen, um nur nach oben zu kommen und nicht nach vorne. Die ganze Map ist natürlich mal wieder auf die neuen Command Blocks spezialisiert, das heißt, alles, was hier abläuft, das Teleportieren von uns und so, alles über die neuen Command Blocks, die in 1.4.2 implementiert wurden. Jetzt aber. Also, 4 von 4. Gut, dann können wir wieder zurück. Haben wir das ja schon mal absolviert. Natürlich spielen wir gleich mit Timer, damit wir sehen, wie lange wir für die Runde brauchen. Ich habe das Ganze schon ein paar Mal gespielt, damit ich hier nicht komplett versage. Dann starten wir mal. Bisschen Musik. Wir machen einen Haufen Potion-Effekte. Hier läuft der Timer. Und dann sehen wir mal, wie lange ich für das Ganze hier brauche. Wir müssen hier durch verschiedene Checkpoints. Okay, den Jump nach oben. Das hier ist ein knappes Ding. Habe ich mal nicht geschafft. Mal wieder. Das heißt, wir werden das Ganze hier ein paar Mal mehr machen müssen. Da ich es hier nicht gleich aufs erste Mal schaffe. Mit der besten Zeit. Gut. Okay, also das wird jetzt nicht der perfekte Run. Nach oben und ich komme nicht drauf. Ein Scheiß, Mann. Naja. Erstmal wieder dran gewöhnen an das hier alles. Muss ich denn jetzt hin? Nochmal. Muss ich denn jetzt bitte hin?
Naja, erstmal zum Üben. Und dann schauen wir mal, was ich so für einen guten Run schaffe. Später. Also, geht doch. Checkpoint 3 auch erledigt. Und ja, ich mal den Jump hier geschafft. Verdammt. Das wird nichts. Wir kommen ganz unten rein. Aber das macht nichts. Wir kommen auch so bis hier hoch. Jump. Über eine Hängebrücke. Und dann hier runter. Oh, das Ding hier. Okay, das war jetzt ziemlich knapp. Ich weiß nicht, ob Springen was hilft. Denn wir haben ja so einen Speed-Effekt. Und ich weiß nicht, ob der Speed-Effekt auch noch an ist. Wenn wir springen. Und, naja, war wahrscheinlich keine so gute Zeit. Ja, 2 Minuten 23. Da habe ich schon Besseres geschafft. Klicken wir mal auf Reset. Wieder auf Start. Hier bekommen wir die ganzen Effekte und auch hier Boots und so weiter. Dann machen wir das Ganze nochmal. Mal hoffentlich etwas besser. Und die Pistons da wollen wohl nicht. Der grüne geht nur, die gelben fahren normalerweise auch aus. Naja, kann man auch außen rum, aber hier geht es deutlich schneller, wenn man hier lang läuft. Dann hier hoch. Es geht auch unten rum, wenn man den Jump nicht schafft. Und ich habe ihn diesmal durch den hier geschafft. Zweiten Checkpoint. Und Jump. Bam. Schön weit gejumpt hier durch. Das muss man natürlich wissen, dass es da lang geht. Nach oben. Schön, auch beim ersten Versuch. Blöde Wolke. Hier rüber. Das wird ein sehr guter Run bis jetzt. Was war denn das? Hat das Trampolin nicht funktioniert? Checkpoint 4. Über die Brücke. Ach ja, hier runter geht's. Do a barrel roll. Verdammt. Okay, das wird jetzt wahrscheinlich eine gute Zeit etwas vermindern, dass ich hier so zum Schluss gefailt habe. Und aber höchstwahrscheinlich eine bessere Zeit wie vorhin. Ja, 1:44. Wirklich gute Zeit. Mal schauen, ob ich es noch besser schaffen kann. Noch ein letztes Mal. Dann schauen wir mal, ob wir irgendwelche Emeralds finden. Nochmal resetten. Start. Start drücken. Mal schauen, ob jetzt diese orangen Dinger auch mal ausfahren. Nein, wahrscheinlich wieder nicht. Ding, ding, ding. Hier wieder durch die Mitte. Wir haben auch Jump Boost, Resistance. Alle möglichen Boosts. Oh, hier hoch. Das geht auch hoch. Ja, und wir nehmen auch überhaupt keinen Schaden, da wir diese Boots anhaben, die einem Feather Falling geben. Also, da nimmt man kaum Schaden. Jedenfalls bei dem Feather Falling. Und naja, das war jetzt kein so besonders guter Sprung. Aber nein. Verdammt. Okay, ich sehe schon, also so gut bin ich hier noch nicht.
Aber immerhin 1,44 war das Beste bis jetzt. Jetzt bin ich doch hier mal endlich. Was war das denn? Normalerweise springen wir doch viel höher, wenn wir da drauf jumpen. Okay, also das hier ist mal wieder keine so besonders tolle Zeit. Auch nicht schon wieder. Aber schade, dass man hier nicht einfach mittendrin resetten kann und nochmal von vorne anfangen kann. Gut, ich bin hochgesprungen und lande jetzt hier drauf, was mir überhaupt nichts bringt. Mal schauen, ob ich jetzt da drauf komme. Gut. Moment, komme ich jetzt hier hin. Naja, komme ich jetzt auch hier rüber. Naja, also das wird jetzt keine gute Zeit. Dahin habe ich es aber schon mal geschafft. Ist das TNT da vorne einen immer so hochschießt? Ja man, in einem Sprung rüber, 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 rüber. Nein, fast war ich drüben. Normalerweise, man kann das schaffen in einem Sprung bis ganz rüber. So. Checkpoint 5. Und Ziel. Okay, das war mal wieder eine grottige Zeit. Über 3 Minuten. Dann gut, das letzte Mal jetzt hier. Start. Start. Aber es macht schon süchtig, immer wieder eine bessere Zeit bekommen zu wollen. Was? Vollstart. Wahrscheinlich, weil ich über die Linie gesprungen bin. Düdel-düdel-ding. Dass die orangen Pistons dann immer rausgehen. Jump. Jump. Boing. Push. Ja, das habt ihr alles schon gesehen. Aber man kann auch einen anderen Weg lang, wenn man nicht das Beste schafft. Das war mal kein so guter Sprung. Aber das macht nichts, wenn der Rest passt. Auch wenn man nicht die besten Zeiten schafft. Ich habe schon wieder gesehen, da hat man, haben das Leute in 1,27 geschafft. Und noch besser. Ach ja, hier rüber müssen wir. Ah ja, stimmt, ja. Und ins mittlere rein. Runter. Boing. Ganz hoch. Das würde. Hier rüber. Und nein. Ich schaff's nicht mal, das weiße Dings da hier. Also die beste Zeit von 1,44 wird es wahrscheinlich nicht top. Ach, verdammt. Okay, also Rekordjagd ist was anderes. Ich werde mal schauen, ob ich noch bessere Zeiten hinkriege. Und die kann ich dann euch auch als Video zeigen. Gut, 1,50. Ist jetzt nicht so schlecht. Also,
Dann würde ich mal sagen, für dieses Video reicht's. Wenn ich eine bessere Zeit noch schaffe, dann werde ich euch das Video zeigen. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal auf einer anderen Karte oder in einem anderen Spiel. Aber bis dahin, tschüss.